Hallo, willkommen zu Mostoy TV. Mein Name ist Mo Tensen. Ihr seid im Jahr 2013. Das ist Season 4 von Mostoy TV und Episode 2. So, und ich habe leider immer noch ein bisschen Probleme in die Gänge zu kommen, aber das liegt diesmal an der Hardware, denn unser iMac zu Hause war ja kaputt. Ich glaube, in der letzten Folge hatte ich schon darüber erzählt. Dann hatten wir, während ich die Folge mit Johannes letztens aufgenommen habe, gerade ein Ersatzgerät zu Hause, und danach kam unser Original iMac wieder aus der Reparatur. Zehn Minuten, und er hat sich wieder aufgehängt. Also habe ich bei Apple Man angerufen und gesagt, ey, kaputt, immer noch, es ist schlimm, bitte. So, und der nette Apfel, Herr Apfel, hat uns gesagt, hey, wisst ihr was, dann kriegt ihr einen neuen. Und zwar jetzt von diesen flachen iMacs, was ich ja natürlich auch ganz fancy finde. Vor allen Dingen, weil da eine Nvidia-Grafikkarte drin ist. Und jetzt kann ich dann auch mal ein bisschen mit Cooler rummachen. Aber das Problem ist, er ist noch nicht da. Es dauert noch. Es dauert und dauert und dauert. Man sagt den Leuten immer, ey, schick das her. Und die so, ja, geht los, aber es dauert. So. Und deswegen habe ich mich jetzt hier am Wochenende, es ist Sonnabend, nachts ins Dachgeschoss geschlichen, um euch hier eine Sendung aufzunehmen. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen. Aber ich muss auch sagen, den Rest des Tages habe ich damit verbracht, auf dem Sofa zu sitzen und Final Fantasy 3 auf der PSP durchzuspielen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich glaube, insgesamt habe ich 8 Stunden gebraucht, um den Endgegner zu besiegen. Also immer wieder neue Anläufe, und es dauert wirklich eine Stunde, sich da durch den Kristallpalast zu hacken. Aber hey, was rede ich eigentlich? Geht euch gar nichts an, ne? Wollt ihr gar nicht wissen. Okay, also, ich habe heute den ganzen Tag Final Fantasy 3 gespielt. Ich habe es jetzt endlich durch. Und jetzt wieder Zeit für euch. So. genau. Ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen was Interessantes. Der Witz ist ja, letztes Jahr wurden ja nach hinten hin die Mostoy TV-Sendungen etwas rarer. Und wenn, dann habe ich auch eher Interviews gemacht und gar nicht so viel darüber erzählt, was ich gerade so tue. Das lag einerseits daran, dass witzigerweise letztes Jahr wirklich ein Teil der Geschichten, die ich gemacht habe, die so ein bisschen hardcoreiger 3D waren, geheim sind. Ja, wir haben so Filme gemacht, die sind für Pitches und so. Und ich glaube, die werden nie zu sehen sein, es sei denn, der Pitch wird gewonnen, dann wird der Film irgendwann mal so zu sehen sein. Durfte ich nicht drüber reden. Sind ein paar interessante technische Sachen drin gewesen, aber ja, da war ich schon mal irgendwie ein, zwei Monate eh beschäftigt und konnte nicht drüber reden. Und danach hatte ich auch sehr ulkige Jobs. Also wir hatten ja im Dachgeschoss zum Beispiel ein paar größere Jobs, die wir zusammen gemacht haben. Und die aber witzigerweise dann darin endeten, dass es von dem ursprünglichen Style, den wir da vorhatten, nicht mehr so viel übrig geblieben sind, sodass ich die tatsächlich überhaupt nicht in meinem Portfolio haben wollte oder so am Ende. Technisch waren die auch jetzt nicht so anspruchsvoll, dass ich so viel drüber reden wollte, konnte. Und ja, so verging das ganze Jahr. Und dann zum Jahresende hatte ich tatsächlich dann noch ein paar richtig schicke Jobs. Und der eine von dem, den wollte ich heute ein bisschen euch zeigen, was ich da gemacht habe. Der ist ganz süß. Der andere, der noch viel cooler war, ist leider noch nicht released. Ich hatte ihn, glaube ich, in der letzten Sendung schon so angedeutet. Der geht auch noch dieses Jahr weiter. Da habe ich eine ganze außerirdische Welt mit Flora und Fauna mir ausdenken dürfen und teilweise schon animieren dürfen. Das ist halt ganz lustig. Wird sicher auch spannend, wenn das alles released ist, euch da ein bisschen was drüber zu erzählen. Aber, tja, so verging das ganze Jahr. Ich habe wirklich viel gearbeitet, aber hatte gar nicht so viel, was ich spannend genug fand, um drüber zu reden. So. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier auch mit dem Cinemax HFR-Opener beschäftigen. So, und ich fange mal an. Das ist nämlich das HFR, High Frame Rate Logo vom Cinemax, Maximum HFR. Und falls jemand damit noch nicht vertraut ist, HFR ist der neue Standard, oder sagen wir mal, der Möchtegern-Standard im Kino. Der erste und bisher einzige Film, der das benutzt, ist Der Hobbit. Und es ist einfach nur eine Verdopplung der Framerate. So, ich habe jetzt zwar im Kino noch nie das Gefühl gehabt, es ruckelt alles, aber natürlich braucht die Industrie immer so ein bisschen neue Dinge, um die Leute wieder ins Kino zu locken. Und in diesem Fall ist es halt High Framerate. So,
Und genau, und das war jetzt Ende des Jahres. Ich habe tatsächlich an diesem einen Job, von dem ich gerade erzählt habe, der mir so viel Spaß gemacht hat, sehr viel rumgehämmert, so, wow, und viel gearbeitet. Und damit wollte ich eigentlich das Jahr beenden. Und dann grätschte kurz nochmal der Alex von der Schönheitsfarm rein und meinte, hey, hast du nicht noch Bock auf einen kleinen Logo-Opener? Und tatsächlich, wenn man weiß, dass es dann im Kino gezeigt wird, ist es ja dann nochmal ganz lecker. Also habe ich gesagt, klar, Mann. So, und ich hatte aber wirklich auch nur ein enges Zeitframe dafür. Und wir hatten sowieso für das ganze Ding eigentlich nur eine Woche. So. Und müssen wir mal ehrlich sagen, also eine Woche, wenn es so irgendein Logo ist fürs Internet oder sonst wen, ist das eigentlich ganz cool. Aber wenn man weiß, hey, das wird im Kino zu sehen sein, in 2K-Auflösung und vor allen Dingen auch die Komponente, dass es jetzt HFR ist, also mit 48 Frames pro Sekunde produziert werden muss, war natürlich neu. So. Und das Erste, was ich gefragt hatte, ist, was ist denn mit dem Motion Blur? Lassen wir weg. Okay, versuchen wir es. So, also das war schon mal ganz lustig. Und tatsächlich, seht ihr das hier, das ist ja das, was wir bekommen haben. Also das HFR-Logo sieht halt so aus. So, das hat halt jemand für das Cinemax designt. Und jetzt geht es darum, das irgendwie zu animieren. So, und wie gesagt, wenn ich sage, es ist eine Woche Zeit, könnt ihr euch vorstellen, das klingt im ersten Anlauf sehr viel, aber wenn ihr schon mal für Kunden gearbeitet habt, wisst ihr auch, also abgesehen davon, dass man sich erst mal ausdenken muss, was da passiert, was ja unter Umständen auch ein, zwei Tage Zeit braucht, hat man dann nur noch, ach so, und dann zeigt man es natürlich auch den Kunden, die müssen es alles sehr schnell abwinken und durchwinken und mögen. Und am Ende hat man eigentlich nur ein paar Tage Zeit, das zu produzieren. Ich musste tatsächlich in dieser Woche noch einen kompletten Tag weg und was Privates erledigen. Und ja, das war sehr spannend. Unterm Strich hatte ich eigentlich Zeit, um das jetzt wirklich zu produzieren. Eigentlich 3 Tage. Einen davon habe ich versaut. Da habe ich nur Scheiße gemacht, musste sie wegschmeißen. Nächsten kann passieren. Deswegen, es war extrem knapp. So. Und das zur Einleitung, damit ihr mal wisst, wie sowas auch aussehen kann in der Industrie da draußen. Okay, so. Und das Nette war aber, wie gesagt, das ist jetzt der Auftrag kam von der Schönheitsfarm. Und insofern war jetzt meine Aufgabe, das eigentlich umzusetzen. So. Weil die Jungs da selber so viel zu tun hatten, dass sie es nicht selber umsetzen konnten. Und ich freelance ja auch schon für die Schönheitsfarm sehr lange, irgendwie seit 2005 oder so. Und die verlassen sich dann natürlich bei mir auch immer darauf, dass ich das irgendwie dann auch gestalterisch irgendwie reiße und dass das dann schon klappt. So. Aber wie gesagt, die Idee kam dann auch von der Schönheitsfarm selber. Der Alex hatte sich schon was ausgedacht. Und zwar seht ihr das hier. Das ist das kleine Storyboard, das haben sie gezeichnet. Im Prinzip ist da so ein random Stapel Stöcker. Und da bilden sich dann irgendwelche Strukturen. Und die bewegen sich dann so und bilden das Wort, also präsentiert in. Und dann Abschluss ist, dann zieht sich alles zusammen und dann entsteht das HFR-Logo. So. Und wie gesagt, der Plan war auch ein bisschen irgendwas mit diesen Lichtstreifen zu machen, was aber natürlich ein bisschen schwierig ist. Nicht, wenn man genügend Zeit hat, dann kann man sich Sachen ausdenken, wie man jetzt exakt diese random Anordnung von Lichtstreifen hinbekommt in einer Animation etc. Also, naja, das war so ungefähr die Aufgabe. So. Und ich hätte natürlich auch gern mehr Zeit gehabt. Das habe ich auch die ganze Zeit der Schönheitsfarm gesagt. So, Hilfe, ich krieg's nicht hin. Das ist echt zu viel. Also, ich habe das wirklich selten. Aber das war einer der Jobs, wo ich mir echt Sorgen gemacht habe, ob ich es hinbekomme. Weil, wie ich schon gesagt habe, 2K, 48 Frames, das ist natürlich auch einfach mal eine Ansage, was das Rendering angeht. So, und es ging sich tatsächlich am Ende ungefähr auf die Sekunde aus. Also ein paar Tage zum Produzieren und dann ein paar Tage zum Rendern. Gott sei Dank war es kurz vor Weihnachten. Hier im Dachgeschoss waren die Jungs
schon in den Ferien und ich konnte die ganzen Rechner der anderen Jungs hier sehr viel benutzen zum Rendern, was auch einfach nötig war. Also auf einen Rechner wäre das nicht gegangen. Weswegen kriegt ihr dann schon mit. So, so viel zur Vorrede. So, jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Logo manchmal weg. Und geworden ist es ja das hier. Das war schon. Und tatsächlich witzigerweise, da kommt man auch mal an die Grenzen, die zum Beispiel jetzt so Vimeo oder so bietet. Weil ich finde, auf dem Computerbildschirm sieht das okay aus. Auf Vimeo fängt es an, echt relativ scheußlich auszusehen. Aber im Kino, genau, und das ist eigentlich die witzige Komponente, weil es ging halt Montag los und nächsten Dienstag morgens um 10 saßen wir im Cinemax und konnten uns das live im Kino 1 angucken, also im Hamburger Cinemax, im Kino 1 das Ding checken, ob das auch gut aussieht und funktioniert. Und Gott sei Dank, es funktionierte. Wie gesagt, die Frage war ja, braucht man jetzt noch Motion Blur bei 48 Frames pro Sekunde oder nicht? Wir haben keinen genommen und es funktioniert eigentlich super, sah sehr smooth aus. Und im Kino könnt ihr euch vorstellen, es gab auch eine 5 zu 1 Kinomischung etc. von dem Sound. Jetzt hier ist natürlich also eine Stereo-Mischung drin. Das kam echt fett. Also es hat einen echt weggedrückt, hat echt Spaß gemacht, nach so einer stressigen, hektischen Woche, wo man das zusammengeschustert hat, das dann im Kino zu sehen. So, aber nehmen wir uns mal technisch vor. Was habe ich denn da gemacht? Stellenweise ist es ja relativ simpel. So, also das hier ist einfach, ja, Kloner. Mit einem Cube langgezogen, random. So, und der Random-Wert ist halt leicht animiert, deswegen bewegt sich das so ein bisschen in sich und ich fliege mit einer Kamera auf zu. Also echt keine große Nummer. Dahinter sitzt eine HDRI-Map, die die Geschichten so ein bisschen anleuchtet. Wir wollten halt einen sehr dunklen Raum haben, aber tatsächlich, auch wenn man einen dunklen Raum hat, ist es eigentlich immer gut, so ein bisschen Strukturen im Hintergrund anzudeuten, damit auch wirklich das Gefühl Raum entsteht. Das ist bei ganz dunklen und bei ganz hellen Räumen übrigens dasselbe. Also, wenn ihr, es gibt ja oft auch dieses Ding, dass Kunden sagen, ja, das soll alles im Weißraum passieren und so. Man muss halt gucken. Also, es hilft immer, wenn so ein bisschen Strukturen noch einfach da sind, weil dann spürt man als Beobachter den Raum mehr und das ist gut. So. So, ich rendere das mal. Ihr seht, der Spaß an der Geschichte ist, das ist ganz simples Advanced Renderer mit nichts sonst. Hier ist noch eine Lichtquelle drin, die. Ich wundere mich jetzt gerade ein bisschen. Moment mal. Ich glaube, ich habe hier vorne drin rumgefummelt. Genau, so soll es aussehen. Entschuldigung. Eine Lichtquelle drin, die noch ein bisschen Highlights auf diesen Stöckern macht. Aus irgendeinem Grund. Ach so, nee. Da ist sogar ein voluminierteres Licht von hinten, was so ein bisschen mystische Gezuckel da auch noch machen sollte. Aber ich glaube, das habe ich am Ende gar nicht benutzt. Das war nur so für die Zwischenphase. Ich mache es mal aus. So, also ihr seht, das rendert sauschnell auf jeden Fall. Ist ja auch nichts los. Ein paar Stöcker und eine HDRI-Map und. Genau, die HDRI-Map habe ich. Hier sieht man es vielleicht. Durch die entstehen dann so leichte Verlaufreflexionen. Das ist hier so eine ganz billow Standard-Building-Probe. Ich glaube, die hat jeder zu Hause rumliegen. Die ist aber tatsächlich nur für die Reflexion. Guckt euch mal an hier, Sky. Und sichtbar ist jene. Und jene ist eigentlich auch nur eine normale HDRI. Zack, zack. Das ist so eine Kirche oder so. Moment. Ich glaube, die gibt es auch frei irgendwo rumliegen. Die habe ich einfach nur auf Schwarz-Weiß gezogen und ein bisschen die Helligkeiten geändert und benutze davon eigentlich nur hier so die, achso, ihr könnt es nicht sehen, wenn ich mit dem Finger was mache, ne? So die leichten Verläufe. So, das ist halt, damit ich im Hintergrund ein bisschen Strukturen habe. Und tatsächlich habe ich mir die dann je nach Shot einfach nur dahin geschoben. Guckt euch das mal an, hier, wo ich sie gerade brauchte. Also so, dass ich nicht direkt in diese HDRI-Lichtpunkte gucke, sondern immer so einen leichten
Verlauf oder sowas reinkriege. So ist eigentlich alles ganz simpel. Okay, so. Cloner ist klar. Bis dahin ganz easy. So, das war ein festes Element, das in jedem Shot auftaucht. So, das haben wir. Und das nächste sind ja dann unsere. Habe ich hier noch. Nein, habe ich schon geschlossen. Also Storyboard, jetzt brauchen wir ja diese Strukturen, die sich bilden. So. Und das Problem war halt, ich meinte halt, ey, so Strokes oder so, echt, ist jetzt. Aber der Trick an unseren Strokes ist eigentlich, dass sie nicht durch die Gegend wabernde Lichter sind, sondern Strukturen, die nicht durch die Gegend fliegen, sondern die wachsen. So, guckt euch das nochmal im Film an. Da wächst er jetzt hier so ein Ding. Und der komplette Stroke wächst eigentlich auch immer auf uns zu oder von uns weg. Und die Elemente an sich bewegen sich aber nicht mehr. Die setzen sich dann auf der Schrift hier ab und highlighten die dadurch ein bisschen. Aber und hier fliegen sie jetzt wieder weg, aber bewegen sich nicht. So. Trotz alledem, so ein paar MoGraph-Geklopper-Geschichten werden ja dann irgendwann auch relativ komplex. Und deswegen habe ich das Ganze in der Visualisierung nach hinten hin, wo... Ich zeige euch das mal. Oder nee, machen wir mal der Reihe nach. Erstmal das Wachstum. Also das ist relativ easy. Ich versuche das mal schnell zu rekreieren. Also, wir haben ein Spline. Und ich möchte jetzt auf diesem Spline diese Dinger wachsen lassen. So, dann mache ich Folgendes. Object auf dem Spline. Und natürlich... Moment. Zack, ein paar Dinger. So. Bisschen kleiner machen. Und ich möchte, dass sie sich. Count Step. So ein bisschen verteilen. Und noch ein Random drauf. Zack. So, Random. Nicht so groß. Beziehungsweise auf die Size, also auf die Größe der einzelnen Dinger, kann man jetzt auch noch einen draufsetzen, damit sie ein bisschen unterschiedlich sind. So, im Großen und Ganzen ist es das eigentlich. Also das ist das, was entsteht und ich lasse es entstehen und oh Wunder, jetzt muss ich mal gucken, wie ich es in echt gemacht habe. Mit einem Shader-Effektor, ja genau. Super simpel. Also, Cloner, Shader-Effektor. Und der Shader-Effektor sagt, sei mal bitte minus 1. Also, weg. So, Falloff, Sphere. Und schon habe ich einen Bereich, wo ich sagen kann, bitte verschwinde oder entstehe. So, wenn ich besonders faul bin, kann ich diesen Shader-Effektor mittels der Align und Spline auch noch auf dasselbe Spline attachen, wo der das überhaupt den Stroke erzeugt und da lang animieren. Seht ihr das? Bom, bom, bom. So. Dann entsteht es und verschwindet wieder. Oder die einfachste Methode, je nachdem, also wenn der Spline natürlich gebogen ist, funktioniert die nicht besonders gut, aber eine andere ist, das Ding einfach zu skalieren. So. Jetzt ist nichts da und jetzt entsteht langsam von hier nach da hinten die Struktur. So, und während das abläuft, ich animiere das mal kurz hier lang. Also ihr seht schon, das ist eigentlich relativ simpel. Tatsächlich gibt es auch heute eine einzige Geschichte, die ich echt fancy finde, von der ich euch erzählen müsste. Und die ist noch nicht mal so richtig auf meinem Mist gewachsen, aber die ist so unfassbar wichtig für immer. Die müsst ihr kennenlernen. So, also ich lasse die mal verschwinden. So, und was ich dann noch mache, ist einfach noch ein Delay-Effektor drauf, damit die Dinger, wenn sie entstehen, nicht einfach machen, sondern noch so ein bisschen nachfedern. Und Moment, Spring, und das war's. So, das ist mehr oder weniger, wie die Strokes entstehen. Guckt euch das mal dann in Action an.
Relativ simpel. So, und jetzt habe ich aber natürlich die Problematik, dass hier am Anfang entstehen erstmal die Strokes und die verdichten sich ja später sozusagen zu diesen vielen Strokes, die das Logo bilden. So, und das heißt, dadurch, dass es so viele sind, beziehungsweise dadurch, ich wollte natürlich auch flexibel sein, habe ich jetzt nicht einfach für jedes ein Spline gezeichnet, was natürlich auch Quatsch ist, sondern im Prinzip Folgendes gemacht. Ich habe mir den Text hingenommen. Oh, Stile. Na komm schon. So, ich versuche mal das auch ungefähr zu rekonstruieren. Tatsächlich ist es schon ein bisschen her. So, und jetzt ein Kloner und meinetwegen ein Nullobjekt. Ich glaube, das ist ein Nullobjekt. Ist das überhaupt nötig? Gucken wir. So, und der Kloner ist wieder auf Object und auf dem Textobjekt. Und zwar wollte ich ihn eigentlich auf der Oberfläche verstauen. Ich weiß nicht, warum er das gerade nicht tut. Objekt, MoTeXt, das ist doch richtig, oder? Moment, ich verwandle das mal. Zack. Genau. Ich wandle das mal in einem Mesh. Zack. Dann nehme ich alle Bestandteile des Meshes. So. Und merge die. Connect to Object und Delete. So. Und weil das aber aus einem Extrude-Objekt erzeugt ist, muss ich noch alle Punkte selektieren und einmal die Optimize-Funktion machen. In der ja steht, ey, Punkte, die alle dicht nebeneinander sind, solltest du bitte mergen. Weil, ihr wisst es vielleicht, weil die Deckflächen sind ja, obwohl die Vertexes der Deckflächen deckungsgleich sind mit den Kanten, sind sie separat. Also wenn man die jetzt mergt, ist es wieder ein Objekt. So. Okay, nochmal da rein mit dem. Und jetzt haben wir das, was wir wollten. Ich nehme mal kurz anstatt des Null-Objekts ein Cube, damit ihr auch sehen könnt, was passiert. Nämlich genau das. So. Also die Jungs verteilen sich auf dem Text. Wir haben natürlich die Wahl zu sagen, gehen wir nur auf die Edges oder die Vertexes oder das Surface. So. Ein bisschen mehr. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe keine Cubes genommen, sondern Null-Objekte. So, und zwar habe ich die genommen, damit sie Wege machen für mich. So, und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ich nehme jetzt den Random-Effektor und ihr seht, alle Null-Objekte bewegen sich natürlich von ihrer Position auf dem Text in den luftleeren Raum. Und zwar mache ich das noch ein bisschen weiter. So, wir brauchen auch eigentlich gar nicht so viele, sondern tatsächlich, das ist jetzt ungefähr die Anzahl von am Ende Linien, die ich brauche. Also pro Null eine Linie. Leute, die pfiffig sind, wissen wahrscheinlich jetzt schon, was ich haben will. Genau, das stimmt. Und jetzt hole ich mir den Tracer. Und der ist auf Cloner gestellt, deswegen, ich glaube, ich brauche gar keine Nullen. Egal. Und animiere das rückwärts. Random. 100%. Bei 90 bist du bei 0. Gucken wir mal, was passiert. Oh nein, er zieht Linien. Und die landen auf dem Text. So. Jetzt muss ich dem Tracer nur noch sagen, dass er bitte nicht eine ganze Linie zeichnet, sondern meinetwegen nur 25 Frame oder so. Jetzt zieht er quasi eine Linie hinter sich her und jetzt muss ich eigentlich nur noch den Random in ein animierte Noise oder so verwandeln. Oh, genau. Mit ein bisschen weniger Speed und vielleicht mit ein bisschen deutlich weniger Speed. So, und was passiert? Wir haben eine Ausgangssituation und das war zu wenig.
Hier sind alle, in diesem Fall Null-Objekte, die bewegen sich dann auf meinen Text zu. Und je nachdem, wie ich das random einstelle oder so, sieht einfach nicht fancy aus. Nochmal Turbulence. So. Oh, okay. So. Schweben sie mehr oder weniger dann an ihren Ausgangspunkt und ziehen einfach einen Stroke hinter sich her. So, das ist schon der ganze Trick. Da steckt gar nicht so viel Magic dahinter. Aber das ist natürlich für mich die schnellste Methode gewesen, um einfach Splines zu haben, die sich auf den Text zu bewegen. So, und was ich jetzt noch getan habe, und was ich vorhin erzählen wollte, ist, ich habe das jetzt in der ersten Phase, um es zu visualisieren, weil das sollen natürlich alles diese Kristalle jetzt sein, aber das ist dann natürlich auch immer für einen Animatic oder so schon ein bisschen Renderaufwand, und deswegen habe ich, warte mal, ich mache das random noch ein bisschen ruhiger. So. Und wie ihr das seht, die schwängeln ja hier ein bisschen rum. Das darf auch gerne ein bisschen zügiger sein. Das bedeutet, wenn ich den Random-Wert noch erhöhe, mal doppelt, zack, zack, haben die mehr Weg zurückzulegen. Und daher, und genau, wir müssen auch auf 720p sein, sonst sieht es hässlich aus. So. Und ab hier ungefähr ist die Szene für mich interessant. Also wenn sie hier vorne noch sich aufbauen, beziehungsweise ich kann die Abnahme des Randoms, also was ich hier animiert habe, kann ich natürlich auch Show Track, der hat sich ja geshowt, linear machen, linear, und dann bewegen sie sich jetzt straight dahin, zack, so, okay, jetzt könnte es vielleicht sogar wieder ein bisschen schneller sein noch, ne? Am Ende haben wir auch so einen Shot, hat irgendwie 2 Sekunden und nicht 90 Frames. Geben wir mal 50, so. Okay, jetzt haben wir ungefähr das, was in dem Film passiert. Und ich habe jetzt gemeinerweise einfach noch, also für die Prävisualisierung habe ich gesagt, mach da mal bitte Hair draus. So, Render. Und nimm ein Hair-Material. Wenn ich das attache, sieht es erstmal so aus. So, das ist nicht der Effekt, den ich haben wollte, sondern ich wollte, dass es rosa ist. Ja, wie das Cinemax rosa natürlich. Gucken wir mal, wie es aussieht. Genau. Dann brauche ich kein Specular, also diesen Lichtverlauf brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich noch nicht mal diesen lila Verlauf. Moment. So, und die Dicke habe ich einfach mal auf sehr hoch gestellt. Gucken wir mal an. Genau, sieht merkwürdig dick aus. Und dann habe ich, um das so ein bisschen anzudeuten, habe ich hier eine Noise reingetan, glaube ich. Genau, eine Noise. Oh Gott, ich hole mal das Originalmaterial aus der Szene, bevor ich das hier jetzt zusammenpuzzle. Animatic, guck mal, hier schön, ne? Auch in der Animatic-Phase benenne ich jeden Shot. In dem Fall haben sich noch ein paar Shots dazwischen gemogelt, deswegen ist es nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern da gibt es auch ein 2C und so. Okay, aber unter Umständen, genau, ist hier mein Hair-Material. So, hier könnt ihr sehen, was ich am Ende gemacht habe. Ich habe eine Noise reingeladen und die so eingestellt, wie ich sie brauchte. Ich hoffe, Copy. Wo ist unsere Szene? Paste und Drufter. Ich hoffe, das sieht jetzt auch so aus, wie ich wollte. Genau, guckt euch das mal an. Ich habe jetzt eigentlich nur auf der Linie eine random Dicke. So, und man kann ja auch bestimmen, wie der vom Tracer erzeugte Spline interpoliert ist. Defaultmäßig steht er auf linear und keine Interpolation. Ich stelle es jetzt mal auf B-Spline. Guck mal, wie es aussieht. Genauso. Und jetzt stelle ich auf eine gleichmäßige Unterteilung. So. Das heißt, unser Spline bekommt jetzt virtuell einfach mehr kleine Punkte. Und wie ihr seht, ändert sich natürlich mit der Anzahl der Punkte
auch die Verteilung der Noises auf dem Spline. So, und das war nämlich genau das, was ich auch erreichen wollte. Speckle aus. Ich wollte eigentlich nämlich in der Pravis einfach nur andeuten, dass diese Kristalle halt darauf zuschweben. So, und hatte so eine Methode, das schnell zu visualisieren, dass es halt ein Stroke aus Objekten ist, so, was ja im Prinzip jetzt einfach nur gefaked ist. Tatsächlich hat mir das auch ganz gut gefallen. Ich zeige euch mal sozusagen dann mein erstes Animatic. Weiß gar nicht, ob das da schon drin ist. Achso, ja, auch ganz interessant, ne? Ich hatte am Anfang halt eher so eine schräge Geschichte mit der Schrift. Die mochte aber der Alex aus der Farm nicht so gerne. Der wollte, dass das schon parallel zu uns ist. In einer späteren Version. Ah, das ist die Alternativversion. Ich muss mal was rauskramen, weil jetzt wollte ich euch jetzt. Achso, genau, in einer späteren Version habe ich es dann frontal zur Kamera gemacht. Seht ihr das? Und hier war ganz witzig, weil das ist jetzt so, wie ich halt normalerweise ein Spacing mache für eine Typo oder so. Und da kam man zurück, ey, wir sind einmal im Kino, denk mal dran. Also du sitzt da und dann ist die Schrift plötzlich irgendwie 8 Meter breit. Also sie muss deutlich kleiner. Und daher ist das zum Beispiel hier jetzt verhältnismäßig verloren, so klein im Bild, aber im Kino macht es tatsächlich Sinn. Also da ist die Schrift immer noch groß und präsent. Oh, die Isa schreibt was. Moment. Muss auch mal sein, ne? Bisschen Pause. So. Und genau, das sind auch so Steps, die passiert sind. So, hier habe ich noch kein Ending drin. Mal gucken. Genau, hier sieht man es jetzt. So. Und das war halt meine erste Previs. Zack, da fliegen die Dinger dann weg. Und wie gesagt, um möglichst wenig Renderaufwand zu haben. Hier habe ich es mit richtigen Kristallen schon gemacht, weil der Aufbau auch relativ simpel ist. Wir haben immer nur 1 bis 7 Strokes. Und hier, wo wir anfangen, sehr viele Strokes zu haben. Und wie gesagt, denkt immer dran, das sind immer nur Vorschläge, ne? Also man muss schnell Vorschläge generieren und die den Kunden zeigen und die müssen dazu was sagen. Und deswegen schnell, 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 schnell. Es rendert eh alles sehr schnell, dadurch, dass es kein Global Illumination, kein nichts drin ist, wirklich nur ein bisschen Reflexion. Und Advanced Renderer hat sehr schnell gerendert. Spätestens ich habe immer die Previews in 24 Bildern pro Sekunde gerendert, also normales Kino-Timing und 720p. Und könnt ihr das sehen? Genau, das hier sind tatsächlich jetzt unsere Haare. Ich finde es eigentlich ganz witzig, weil die auch wieder aussehen wie Sample-Form oder so. Also im Prinzip deuten die gerade nur grob an, dass es später noch Strukturen haben wird aus Strokes. So, aber tatsächlich, das war halt so quick und dirty, das, was ich gemacht habe, um schnell Ergebnisse zu erzielen, weil ich halt keine Zeit habe, da stundenlang irgendwelche Splines zu editieren und zu setzen und so. Alles quick and dirty und wie immer ist es natürlich aber auch am Ende in der Produktion so geblieben, weil es sah okay aus. Ich habe dann noch ein Objekt, auf dem ich, während die Dinger hinfliegen, gleichzeitig an den Rändern des 3D-Objektes, also auf den, weiß nicht, dann bin ich blöd, Kanten? Edges. Wo gleichzeitig dann wieder per Kloner Partikel entstehen. Und während diese hier ranfliegen und dann schaut es halt ungefähr so aus, wie gesagt, wie immer bei mir, ne, alles gefaked, schaut es halt ungefähr so aus, als wenn die sich da abgesetzt haben. Hier im Close-Up habe ich das schon mal dem Zuschauer sozusagen vorgekaspert, damit der schon eine Information kriegt, was hier eigentlich passiert und sozusagen dann im Verlauf annimmt, dass das hier genau dasselbe ist. So, der übliche Trick, man zeigt etwas in einer Close-Up-Situation, um ein bisschen zu erklären, und in einem Wide-Shot führt man das dann zusammen und die Leute haben dann eine Idee davon, was eigentlich gerade passiert. So, und das war eigentlich immer ganz, ganz nett so. Also eine Zwischenversion habe ich dann den Alex gezeigt und der hat dann zum Beispiel gesagt, hier, wir brauchen noch 2 Shots, zum Beispiel dieses Close-Up-Ding oder noch einen anderen.
Und so ist das Ding dann entstanden. Jetzt zeige ich euch mal die Version, die quasi für den Dutt war. Weil, wie gesagt, ich war irgendwie mit den Strokes nicht so glücklich und hatte am Montag angefangen und am Dienstag wollte ich nochmal versuchen, ob ich was Alternatives finde. Bin dann hier drauf gekommen. Aber das war auch ganz fürchterlich so. Also, so. Ich weiß nicht, ja. Gibt es manchmal auch, ne? Man hat manchmal einen Tag, wo man echt Mist macht. So. Sah blöd aus. Hat nicht funktioniert. So, haben wir es gelassen. Also tatsächlich haben wir auch gesagt, ja, nee, dann lassen wir es, dann machen wir es so, wie es am Tag 1 schon geplant war. Das funktioniert zumindest. Und dann haben wir das so weitergezogen. So, der nächste Schritt, den ich jetzt mache, ist, wie ihr gesehen habt, im Endprodukt sind natürlich hier keine Haare, also kein Haarrenderer in Action, sondern ich habe jetzt ganz stumpf an diesen Tracer wieder einen Cloner gebatscht mit Objekten. Ich nehme jetzt nur, nehme euch die Platonic-Geschichten, so, ein bisschen kleiner. So, denn gemeinerweise kann man natürlich den Cloner auch auf Splines was setzen lassen, wie ihr da seht. Und damit habe ich wundervolle Ketten mit unseren kleinen Objekten. Ich nenne sie jetzt mal einfach Kristalle, damit wir mal ein Handling dafür haben. So, wie ihr seht, würden sich jetzt aber ja die Kristalle, Render Instances, so, auf unseren Jungen hier zubewegen. Ich steige natürlich also im Schnitt erst ungefähr hier ein, wo die Strokes schon ihre 25 Frames Länge haben, weil ihr seht, wenn sie noch zu kurz sind, oder ihr seht es auch nicht. Moment. Hey, Super Tracer. So, solange die sich bilden, werden natürlich die Objekte alle zusammengequetscht. Aber ab Frame 25 haben sie ja quasi ihre Originallänge und bewegen sich dann nur noch auf den Text zu. Und wie gesagt, hier ist auch wieder ein Random drauf, etc. etc. Und natürlich ist das eigentlich ein Fake, weil jetzt fliegen sie wirklich auf das Ding zu und bilden und verabschieden sich nicht mehr. Aber da das alles relativ schnell passiert und dann so groß und viel Action und so, habe ich gehofft, das geht durch und das erkennt man nicht so gut und hat ja auch geklappt. So, und wie gesagt, das ist alles so aus der Zeitnot geboren, muss so schnell, schnell, schnell gehen. Und es ist trotzdem am Ende halt eine relativ komplexe Szene. Also es sind halt viele Clone-Objekte da und man hat damit trotzdem zu tun. So, und das ganz, ganz Gemeine bei dieser Geschichte ist aber, dieser ganze Fuchs, den ich hier gebaut habe, ist eigentlich eine ziemliche Schweinerei. Und demzufolge lässt sich das nicht baken. So, und Renderzeit ist natürlich ein Punkt. Und das Problem ist also, ich kann natürlich jetzt versuchen, hier meine Partikel, also die Kristalle, ganz normal zu baken mit dem Cache. So. Was an sich auch halbwegs funktioniert, wie ihr seht. Der Tracer ist natürlich nicht rückwärts animierbar, der macht schon mal nicht mit, aber im Prinzip sind ja die Clones gebaked. So, tatsächlich ist es aber so, wenn ich diesen Fisch jetzt hier, so wie er jetzt ist, gebaked oder in den Netrunner packe, dann sagt der, Alter, mach ich dir nicht. So, kommt tatsächlich nur Quatsch bei raus. So, also habe ich halt den tollsten Trick benutzt, den man macht, wenn man gerade keine Zeit hat und nicht drüber nachdenken kann und schnell weitermachen muss. Ich habe einfach die kompletten Shots, zumindest jetzt die paar, die diesen Haartrick benutzen, einfach auf einer Single-Maschine gerendert. So, zum Glück hatten wir genügend hier rumstehen. Philipp hat sogar einen 12-Kern-Renderer und also habe ich wirklich dann einen Shot von, was sind das immer so, 50, maximal 70 Frames oder so auf einer Kiste rendern lassen. So. Wie gesagt, Glück gehabt, dass ich die Kisten ja zur Verfügung hatte. Das ging sich aus. Aber das hat mir auch zu denken gegeben, weil normalerweise in der normalen Produktionsalltagsumgebung, wo ich, um Geschwindigkeit zu erreichen, natürlich im Net rendern muss, also ob das jetzt hier das Lokale ist oder gerade für solche Geschichte, wo ich nicht wusste, wie sich das timingmäßig alles ausgehen wird, möchte ich natürlich auf eine externe Renderfarm zugreifen können, wenn das nicht anders geht. Und ist natürlich überhaupt gar keine schöne Situation, wenn man das nicht baken kann. So. Also, in dem Fall ging es, aber im Nachhinein
sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, wir haben ja jetzt die Version 14. Man könnte natürlich die Position dieser Steine mit Alembic ausschreiben. Und dann hätte man sie ja sozusagen gebaked. Das Problem in dem Moment war, ich habe, nachdem das Projekt fertig war, mal einen Test gemacht und musste feststellen, dass in einem gemischten Netzwerk, also mit PCs und Macintoshs, die Alembic, ich kann es mal kurz mal vorkaspern, also ich mache mal hier Alembic Export. Wo lembige ich den immer hin? Auf den Schreibtisch natürlich, ne? Ja. Start Frame 0, bla bla bla. Der Witz war, nachdem ich ihn halt alles animiert hatte in 24 Frames, habe ich am Ende beim Rendern dann einfach, ich zeige euch das nochmal hier, ne? So, hier stehen jetzt 25 Frames pro Sekunde, natürlich einfach die doppelte Anzahl eingegeben und dann hat er die Animation, die ich hier alle gemütlich mit 24 Frames pro Sekunde gemacht habe, in 48 Frames pro Sekunde rausgerendert und fertig. So, das ist natürlich auch eine nette Geschichte. Man kann alle, also arbeiten wie bisher mit wenigen Frames, sagt dann einfach, mach mal mehr und dann hat man sie. So, und beim Alembic Export müsste man das dann natürlich auch so ein bisschen beachten. Wo waren wir denn jetzt hier? Save Project with. Nee, Export. Digga. Zack. Und ja, genau, immer noch auf dem Schreibtisch. Und müsste dann hier auch Framestep oder Subframes irgendwie, genau, hier steht sogar noch 2 eingeben. So, normalerweise hat man 1, also 1, 2, 3, 4 und ich wollte ja immer noch einen Frame dazwischen, also 2. Mache ich jetzt nicht. Und überlege mal, was wollen wir? Splines. Her. Mal gucken, was er dazu sagt. Das habe ich echt jetzt so noch gar nicht weiter probiert. Habanops, Partikel. Ja, sieht alles voll flashig aus. Und raus damit. So. Und das Problem ist, oder das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man. Meine Güte. Da ist er. Alembics. So, machen wir mal. Wieder rein speichern. Ja, ich hätte auch mal die Kamera mit abspeichern können. Ne? So, und das Schöne ist ja, der baked das hier einfach alles eiskalt. Und dem ist jetzt tatsächlich egal, ob das mal auf Hair lag oder sonst was. Wie ihr seht, hat er aber auch das Hair an sich, also die vom Tracer erzeugten Splines, nicht mitgenommen, sondern wirklich nur die Position der Objekte, was ja aber auch eigentlich gereicht hätte, weil am Ende sehe ich ja nur die Strokes, die die Objekte gemacht haben. Problem ist, hier gibt es ja einen Pfad. Der heißt bei mir jetzt Museum Mostly TV Desktop Alembic File. Und wenn ich das Ganze jetzt speichere im NAT, speichert er die Alembic-Szene direkt dort, wo auch die Cinema4D-Szene liegt, beim Render-Server. Und in den Szenen ist aber dieser Pfad. So, es geht leider auch nicht mit einem Universalpfad, oder wie das heißt. Beziehungsweise doch, die Macintosh-Clients finden das in unserem Netzwerk jetzt hier. Aber wir haben auch 3 PC-Clients, die haben das nicht gefunden. So, also kann ich momentan, bevor ich das mal rausgepuzzelt habe, ob man das irgendwie lösen kann, diese Alembic-Methode hier nicht benutzen. Und witzigerweise bin ich aber in der Maxon Beta geheim Superbox auf eine Diskussion gestoßen von zwei jungen Herren, die sich genau über das Baking vom Tracer unterhalten haben. Und das fand ich so interessant, dass ich euch das mal zeigen möchte. Es geht nämlich doch. Man kann Tracer erzeugte Splines baken mit ein paar Steps. Und zwar, wie gesagt, ich weiß nicht, woher das kommt. Hier hat es der Herr Derya Öztürk aus Berlin gepostet in der Maxon Box. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch auf seinem Mist gewachsen ist. Also ich möchte mich hier nicht mit den Fehlern von anderen schmücken. Keine Ahnung. Also, ich bin nicht so schlau, aber die Menschen haben es rausgefunden und ich finde es sehr tricky. Also, Nullobjekt. Ich nehme jetzt mal einen Vibration Tag, um ja, das einfach nur ein bisschen randommäßig rumfliegen zu lassen. So, na, das ist vielleicht ein bisschen viel. Zack. So, er fliegt rum, kriegt ein. Na komm.
kriegt einen Tracer. Tracer stellen wir wieder auf unsere 25 Frames meinetwegen und er zieht halt dieses Ding hinter sich her. So, und der nächste Schritt ist jetzt folgender. Ich möchte jetzt dieses Ding baken. Also erzeuge ich ein Matrix-Objekt, stelle das auf Object und unser Object ist der Tracer. So. Vertex. So, und dieses Matrix-Objekt setzt jetzt an jeden Punkt des erzeugten Splines halt, wie auch immer da, diesen Dummy-Würfel. Das ist nur eine Visualisierung. So, und das kann ich jetzt aber ganz normal mit BroGraph cachen. Zack. Bake. So. Jetzt kann ich im Prinzip den Tracer ausschalten. So, was mache ich jetzt mit den Würfeln? Ganz einfach. Ich nehme wieder einen Tracer. So. Und sage dem aber, bitte connecte mal alle Objekte. So, jetzt schalte ich mal das Matrix auf unsichtbar. Und was haben wir? Unser ursprüngliches Spline, die Bewegung unseres ursprünglichen Splines, ist wieder sichtbar. So, und hier haben wir aber, dadurch, dass es gebaked ist, also alle Vertexes, die ja durch Würfel visualisiert wurden, sind jetzt im Raum gebaked und deswegen muss dieser Tracer auch nichts mehr nach und nach erzeugen, sondern connectet ja eigentlich nur die Würfel, also die Visualisierung der Vertexes und ist somit gebaked. Und wir können ihn vorwärts und rückwärts abspielen und, was am wichtigsten ist, natürlich auch in ein Network-Rendering packen. So. Und das, fand ich, ist jetzt ehrlich gesagt das Spannendste, was ich euch heute erzählen konnte. Denn das könnte sehr nützlich sein für die Zukunft. Bis zur nächsten Version, wo die cleveren Cinema Maxon-Jungs dann vielleicht für den Tracer da auch nochmal ein Häkchen machen, dass man den baken kann oder so. Das ist ein Workaround, den man bis dahin erstmal nutzen kann. Finde ich sehr nützlich, hätte ich in der Vergangenheit schon des Öfteren gebraucht. Und wie gesagt, ich bin im Dezember, habe dann einfach die stumpfe Methode benutzt, das mehrere Shots auf mehreren Rechnern verteilt zu nutzen, was logistisch natürlich ein bisschen nervig ist. So, und damit sind wir auch am Ende angekommen. Glaube ich jedenfalls. Ich gucke nochmal rein, habe ich noch was zu erzählen. Zack, bis hierhin waren wir. Ihr könnt euch vorstellen, das Auseinanderdriften ist natürlich genau dasselbe rückwärts. Also ausgehend vom Dings lasse ich wieder lauter Nullobjekte randommäßig von dem Text wegspritzen. Die erzeugen wieder Splines und daran hängen dann die Dinger. Und tatsächlich habe ich hier, wie ihr seht, nicht nur die Ketten aus den Kristallen genommen, sondern die darunter liegende Hair-Visualisierung auch drin gelassen. Weil das, ich mochte den Effekt, das gab dem, in der Bewegung gab es den Strokes durch die Kristalle noch ein bisschen mehr Struktur. Und deswegen habe ich die einfach drin gelassen, weil die Bewegung ist eh sehr schnell, man sieht es nicht so richtig im Detail, was passiert. Aber dadurch, dass die nicht nur aus Kristallen bestehen und ich konnte sie auch, wollte, sie nicht so dicht machen und so klein machen, dass sie selber Schnüre ergeben, Das wäre dann vom Speicher und Renderzeit eigentlich immer alles sehr exponentiell explodiert. Daher habe ich einfach die Hair-Schnüre drin gelassen und in der Bewegung funktioniert das auch. So, zack. Ja, und das war's schon. Also das Logo an sich jetzt am Ende, das haben dann wieder die Jungs aus der Schönheitsfarm gemacht, weil ich halt mit dem restlichen Krempel schon genug zu tun hatte. Und wie gesagt, auch echt diesmal mir Sorgen gemacht habe, ob sich das alles ausgeht zeitlich und habe dann gesagt, du, das Logo könnt ihr doch schon mal selber anfassen. Ja, und das ist ja dann auch recht einfach animiert. Ja, und dann gab es noch Compositing. Alex hat noch diese kleinen Britzeldinger reingemacht, was ich ganz nett finde. Was euch vielleicht auch noch aufgefallen ist, oder nicht so richtig, aber ich möchte es an dieser Stelle mal zeigen. Ich hatte natürlich auch schon mein eigenes Pre-Compositing gemacht. Und das sah so aus.
Während das Endergebnis nachher wieder deutlich ins Bläuliche gegangen ist, fand ich es nämlich ganz nett. Ich mochte irgendwie den Kontrast zu dem Rosa und bin da eher in so eine grünliche Richtung tendiert. Ich hatte auch noch eine zweite Variante. Moment mal. Irgendwie ist mir die gerade abhanden gekommen. Ich hatte auch noch eine Variante, die war dann so leicht bräunlich, das fand ich auch ganz lustig. So, aber das Compositing ist dann wieder in der Schönheitsfarm entstanden, das hat der Alex gemacht. Es war auch eine lustige Aktion. Ich habe tatsächlich, boah, wie war denn das? Genau, wir mussten das Montag im Verlauf des Tages abgeben. Ich habe das halt gerendert. Also theoretisch bis Donnerstag konnte ich richtig alle Szenen aufsetzen, editieren und alles machen. Dann habe ich es zum Rendern gestartet, dann musste ich einen Tag weg, kam wieder und habe mich dann den Rest des Wochenendes tatsächlich hier mit Render Wrangling beschäftigt, weil ja, es brauchte dann, obwohl wir hier irgendwie 7 Rechner oder so zur Verfügung haben, braucht es auch wirklich die komplette Zeit irgendwie bis nachts um 3. Und dann habe ich, ach ne, ich habe ihn nicht dabei. Und dann habe ich den ganzen Mist, also alle fertigen Frames auf einen Speicherstick getan, habe den bei mir im Briefkasten in einer Tempo-Taschentücherpackung deponiert, und zwar so, dass man von außen reinkommt, weil es war morgens um 4 oder 5 oder so, es war echt früh. Ich glaube, da kamen mir schon wieder Menschen entgegen. Habe das deponiert. Der Plan war nämlich ansonsten, dass ich das fertige Material montags früh in die Schönheitsfarm trage. Der Witz ist aber, dass Alexander aus der Schönheitsfarm, der Kreativchef, eigentlich so wohnt, dass er eigentlich bei mir vorbeifährt, sowieso mit dem Fahrrad. Und ich dachte, ich schicke ihm nur noch eine Mail, dann holt er sich das morgens beim Vorbeigehen raus und kann schon das Compositing anfangen und ich kann halt mich auspennen. So. Und so ähnlich ist es dann auch passiert. Und ja, ich bin dann irgendwann abends in die Schönheitsfarm gegangen, oder abends, nachmittags, Entschuldigung. Und da war das Compositing auch schon fast fertig. Und wie gesagt, der Alex hat noch einiges da rausgeholt. Die kleinen Partikel sind tatsächlich ganz witzig, weil so auf Vimeo oder so kriegt man die gar nicht mit. Aber im Kino sehen die saucool aus und machen noch wirklich einen dichteren Raum. Und er hat dann auch noch einen leichten Shake auf das Ganze gelegt, was auch noch sehr hilft. Und genau, auch so ordentlich Lensflare-Gedöns, was ich auch gemacht hatte in meinem Comp. Und das Ganze ein bisschen bläulich. So. Ja. Und das war's auch schon. Das war die Geschichte, die dahinter steckt. Ich brauche jetzt erstmal eine. So. Wie gesagt, das eigentliche Technische dahinter ist gar nicht so der große Aufreger, aber ich weiß eigentlich. Letztes Mal zum Beispiel hat mir jemand geschrieben: Hey, total cool, hier unten die ganzen Cinema-Versionen. Ich habe einfach die Dateinamen, also anstatt Cinema 4D heißt das ja, .exe oder App auf dem Mac, habe ich die einfach R13, R14 und so weiter genannt. Und dann werden sie im Finder, also im Dock hier beim Mac, nämlich auch unter dem Namen angezeigt. Und das ist nämlich tatsächlich ganz nützlich, wenn man mehrere Versionen hat. Und diese ganzen Kleinigkeiten, wie Leute Dinge erledigen, die auch relativ einfach sind und selbstverständlich, sind oft für andere Menschen nützlich, und deswegen habe ich das jetzt trotzdem mal gezeigt. Und wie gesagt, die eigentliche Bombenmeldung heute war: Baken Sie doch einfach mal Ihren Tracer. Das ist eigentlich die coole Geschichte an dieser Sendung. So, ich hoffe, ihr hattet trotzdem mit dem Rest auch ein bisschen Spaß. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ganz schön schnell geredet und trotzdem eine Stunde gebraucht. Ich verstehe das nicht. Wie kommt das immer nur zustande? Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem unterhalten gefühlt. Und wenn ihr Fragen dazu noch habt, Sachen, die ich jetzt vielleicht vergessen habe oder so, dann schreibt sie gerne im Blog oder in der Facebook-Gruppe. Und ach so, am Rande auch noch, wir haben jetzt offensichtlich ein neues Ding in der Facebook-Gruppe, was total lustig ist. Es gibt jetzt den Trashy Donnerstag. Und zwar, wie gesagt, das haben die Jungs da unter sich ausgemacht. Ich habe das nur zufällig rausbekommen. Das ist ganz lustig, weil in der Facebook-Gruppe ist sehr viel Eigendynamik so. Die Menschen machen da ihr Zeug und ich gucke manchmal einfach nur noch zu.
Und es gibt Trashy Donnerstag. Jeder haut am Donnerstag irgendeinen Scheiß raus, an dem er gerade arbeitet oder den er irgendwann mal gemacht hat. Ein Bild, eine Animation, sehr lustige Einrichtung. Also, wenn ihr noch nicht in der Facebook-Gruppe seid oder in der Facebook-Gruppe seid und es noch nicht mitbekommen habt oder sonst was, dann macht euch mal drauf gefasst. Ich erkläre das jetzt einfach mal zu einer Tradition, einer Moosside TV Facebook-Gruppen-Tradition, der Trashy Donnerstag. Jeder haut irgendwas raus und alle gucken sich das an. Manchmal ist es einfach nur lustig, manchmal ist es spannend. So schaut's aus. Und ja, ihr bleibt angeschnallt. Ich versuche jetzt hier mal am Ball zu bleiben und weiter Sendungen rauszudroppen. Übrigens auch eine Aufforderung mal an euch da draußen. Wenn ihr irgendwas wisst, worüber ihr gerne berichtet haben wollen würdet oder irgendjemanden, den ihr spannend findet und mal gerne interviewt haben wollen würdet oder ihr wollt mal selber interviewt werden, weil ihr gerade was Spannendes macht oder das bisschen rumzeigen und so, dann sagt doch einfach mal Bescheid. Ich bin da für Input immer ganz dankbar und ihr kennt das ja, jeder hat so mit seinem eigenen Scheiß zu tun und auf manche Sachen kommt man einfach nicht, die große Masse wahrscheinlich total sexy findet. Okay, so, das war Moosside TV Season 4, Episode 2. Ihr wart wieder dabei und ich auch. Und das Ganze wird gesponsert von Isa, die übrigens jetzt im Februar ihre nächste Vernissage hat in Hamburg. In der Sichtbar? Nee, oh Gott, ich weiß den Namen gerade nicht. Ich poste das nochmal, einen Link hier in Vimeo oder so. Alle, die in Hamburg gerade rumhängen zu der Zeit, können da natürlich vorbeikommen. Mir die Hand schütteln oder Isabella auf die Schulter klopfen oder ihre Bilder angucken, eintrinken, ich weiß es auch nicht. Alles klar, das war Mootensen für diesmal. Ich bin raus, ihr bleibt angeschnallt und wir sehen uns. Bye, bye.